Hallo, mein Name ist Stefan Junghans und ich bin der Autor der Geschichte Miau, welche in der Anthologie Fast menschlich erschienen ist. Ich möchte euch heute einen Auszug daraus vorlesen. Eigentlich war das Café Miau kein Ort zum Arbeiten. Ständige und eindringliche Beschallung durch eine ganze Reihe von Werbespots und Jingles ließen jeden vernünftigen Gedanken schon im Keim ersticken. Dennoch kam Kirito jeden Tag hierher. Stets suchte er diesen Platz allein und für viele Stunden auf, an seinem üblichen Tisch, hatten die Füße seines Laptops bereits Abdrücke hinterlassen. Nun gesellte sich auch endlich mit einem Miauen der Grund seiner Besuche zu ihm. Seine Gesellschafterin rieb sich die rötlich-braunen Pfoten an ihren Wangen. Den Gast erfreute es. Fumi, du siehst heute wieder besonders hübsch aus. Möchten wir uns eine Milch teilen? Die katzenhafte Frau, welche sich nun schnurrend an Kirito schmiegte, trug ein enges Kostüm in der Farbe ihres Fells, welches dabei nur das Nötigste bedeckte. Ja, Kirito, danke schön. Kaum ausgesprochen, öffnete sich in der Mitte des Tisches eine Vertiefung und ein sehr dünnwandiges Glas fuhr nach oben. Ein filigraner Spender senkte sich von der Decke herab, welcher das Gefäß mit dem gewünschten Inhalt und zwei Strohhalme versah. Der Schwanz der Barschönheit stand aufrecht und sollte wohl freudige Aufregung signalisieren. Ihre Katzenohren schauten dabei neugierig durch das dichte, lange Haupthaar hervor. Kirito konnte dieses Verhalten natürlich schon recht gut beurteilen. Er mochte es, wenn sich Fumi so eng an ihm räkelte. Es war ein schönes, warmes Gefühl, welches ihn vollkommen vergessen ließ, dass sie nur ein Bot, ein Androide war und darauf programmiert, ihm zu gefallen. Eine Terminerinnerung versuchte sich plötzlich zwischen sie beide zu zwängen. Kirito starrte auf den Balken, auf seinem Laptop und dann auf die Uhr. So wenig Zeit heute. Fumi streichelte seine Wange und führte das Milchglas an seinen Mund, dass seine Lippen keine Mühe hatten, einen der beiden Trinkhalme zu erreichen. Die Katzenohren der jungen Frau legten sich ein wenig nach vorn. Ist deine Zeit heute schon vorbei, Miau? Gedankenverloren zog Kirito die Milch durch den Halm und klappte dabei sein Notebook zu. Ja, leider, ich hab dich schon vermisst. Aber schön, dass du doch noch da warst. Es war mir eine Freude. Nach der üblichen japanischen Verbeugung verließ Fumis Gast das Café. Sie widmete sich ohne Verzögerung einem Neuankömmling, welcher unsicher am Eingang stand. Geschmeidig und geschickt lenkte sie ihn zu einem der hinteren, abgelegeneren Tische, welcher keinen direkten Blick auf den Eingang bot. In diesem abgeschiedenen Winkel bemerkte sie, wie seine Blicke sich immer wieder zwischen ihrer enormen Oberweite und ihrem Schwanz hin und her bewegten. Diesem Impuls folgend drückte sie sich näher an ihn heran. Du darfst meinen Schwanz ruhig streicheln. Als die eine sich öffnende Tür hinter sich hörte, weiteten sich die Augen des jungen Mannes, welcher abrupt aufstand, sich mehrfach entschuldigte und hinausrannte. Fumi blickte ihm hinterher, als sie eine kräftige Stimme vernahm. Ein Herr in einem feinen Anzug war wohl gerade aus der Toilette gekommen und ordnete die Ärmel seines Jacketts. Der Bursche war ja noch grün hinter den Ohren. Komm her und lass dich einmal anschauen. Mit aufgestellten Ohren tänzelte sie zu ihm heran, als seine Hände auch schon ihre Oberarme packten. Er grinste sie gierig an. Ein paar Minuten haben wir ja noch, bis der Laden hier schließt. Wie wäre es denn mit uns zweien? Fumis Ohren drehten sich zur Seite. Nein, vielen Dank. Verzeihung, Sie verwechseln dieses Café sicherlich mit einem anderen Etablissement. Grob zog er sie zu sich heran. Nein, ich kann mit dir machen, was ich will. Mit einer Hand holte er einen Stapel Spielkarten aus seiner Jacketttasche und zeigte dem Katzenmädchen das Deckblatt. Es bestand im Wesentlichen aus einem roten Hintergrund. An den vier Ecken und in der Mitte waren weiße Kreise mit schwarzen Digitalcodes aufgebracht. Schön, ich habe also deine Aufmerksamkeit. Dann zeige ich dir am besten gleich die nächste Karte. Noch bevor er diese Aktion ausführen konnte, hinderten ihn zwei weiß behandschuhte Sicherheitsmänner daran. Einer bog ihm die Arme unsanft auf den Rücken, während der andere ihm ein Hausverbot aussprach. Ohne Verzögerung wurde er hinauseskortiert. Das Licht wurde leicht gedimmt, als eine sanfte Stimme versprach, für den nächsten Tag erneut
für alle Gäste und Vergnügungen da zu sein. Fumi begab sich, wie alle anderen Katzendamen, in den Umkleideraum. Was sie hinter der bekannten Tür vorfand, deckte sich aber nicht mit ihrer Erinnerung. »Was ist das für ein Raum? Das ist nicht der Umkleideraum.« Dabei kannte sie diesen Bereich mit dem Ausgang zum Versorgungstrakt genau. Hier zog sie sich mit ihren Kolleginnen um und fuhr dann nach Hause. Das, was sie jetzt sah, war völlig anders. Wie in Trance schritten die Frauen auf Nischen in der Wand zu, drehten sich um und verharrten dort stehend wie Schaufensterpuppen. Von einer unbekannten Kraft, wie eine Marionette bewegt, tat Fumi genau das Gleiche, obwohl ihr Körper Bewegungen mitteilte, welche sie aber nicht auszuführen imstande war. Steif stand sie da, während sie gleichzeitig fühlte, dass sie sich bückte, eine Hose anzog, einen Mantel überwarf und sich kichernd von ihren Arbeitskolleginnen verabschiedete. Anhand der Bewegungen erkannte sie das typische Schwanken einer U-Bahnfahrt. Sie verglich es mit einem Film, von dem sie jedes Detail kannte, aber nicht sehen konnte. Die vertrauten Schritte zum Wohnblock, der Aufzug, Ausziehen, die Dusche, das Bett. Plötzlich gab die unsichtbare Umklammerung Fumi frei und diese stolperte nach vorn. Prüfend hielt sie ihre Hände in Kopfhöhe und bewegte jeden Finger einmal einzeln. Das merkwürdige Gefühl war weg. Fumi drehte sich um und rüttelte an den übrigen Gefangenen. »Aki, Konoko, Midori, wach doch auf! Was ist das hier?« Ihre Mühe schien vergebens. Kein Laut, nicht einmal ein Zucken, selbst der Ausgang, welchen sie jeden Tag benutzt hatte, war nicht zu erkennen. Die Tür fehlte schlicht, dabei kannte sie doch den Code dafür, 7747. Das war eigentlich sehr einfach. Fumi probierte das, was sich besser anbot. Sie gab die Zahlenkombination am Zugang zum Gastraum ein. Die Tür öffnete sich, ohne Alarm auszulösen. Bis auf die Barbeleuchtung bot das Café wenig Licht. Sogar die Dauerwerbung war abgeschaltet. Fumi schlich zum Eingang und musste einem kleinen Wischroboter ausweichen. Dabei stellte sie fest, dass sie ihre katzenhafte Geschmeidigkeit wiedererlangt hatte. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann kauft das Buch. Wir sehen uns.